TV, streamt auch mit. Ja. Und er zockt sogar mit. Also, wenn ihr da natürlich die Challenges mal selber aus einer Ingame-Perspektive sehen wollt, ne, schaut entweder dort vorbei oder bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe auch schon mal eine ganze Folge, also eine ganze Serie sozusagen veröffentlicht, wo ich selber auch dieses Event mitgespielt habe. Und ich kann euch sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult und habe geschwitzt und ja. Ja. So, es sind noch 310 Sekunden Zeit. Ne? Also noch über 6 Minuten. Ihr habt noch jede Menge Zeit, liebe Leute. Ja, Magma Craft HD, seit 7 Minuten genau. Und GameStriker, was mit deinem Follow da? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ne? Und ja, ich lese Hashtag kein Winter, aber Sommer. Ja, momentan ist es tatsächlich so, dass irgendwie echt draußen ziemlich warm ist. Ne? Also, ich habe vorhin irgendwie, glaube ich, eine Wetteransage gehört, wo es hieß, 9 bis 16 Grad. Na, wird das morgen in ganz Deutschland, also natürlich, ne? Aufgeteilt auf die Städte oder sowas halt, ne? Aber 16 Grad, what the fuck, denke ich mir. Ne, da kann man ja schon fast irgendwie auf Mallorca oder so schwimmen gehen, hab ich beinahe gesagt. Na ja, gut, ist noch ein bisschen kalt, aber. Na ja, gut, manche Leute gehen ja auch bei Eis schwimmen oder sowas halt. Cheat-Wette. Ja. Und Mr. Maisie, dein Tee ist endlich warm, das freut mich. Dann, du bist ja schon durch, dann kannst du ja noch 6 Minuten oder 5 Minuten, was jetzt noch sind, die Füße hochlegen, dich entspannt deinen Tee trinken und hier noch entspannt zuschauen. Devilmouse bei uns in Österreich ist 2 Grad. Achso, ja, ich meine natürlich Deutschland, lieber Liquid Starch. Ne? Ja. Und lieber Spooderman, nee, keine Sorge, ist nicht alle hacken. Es kann aber auch sein, dass welche buggen oder natürlich durch irgendwelche anderen Sachen ausgeschlossen werden. Aber wie gesagt, wir überprüfen natürlich auch die Cheat-Werte, also von da aus braucht ihr keine Angst haben. So, lieber Rife, läuft bei dir eigentlich alles wieder? Boah, bei mir läuft eigentlich alles wieder, aber ich muss mich ganz mal muten. Und Okay, dann. dann mache ich mal einfach Ja. weiter. Du klingst dich ja einfach dann wieder mit ein. Ja. Und so. Genau, liebe Leute, die alle, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder sowas halt, schreibt es einfach in den Chat mit Regie, Doppelpunkt, ich bugge oder sowas. Oder Hilfe, Regie oder so. Na, dann werden die euch auf jeden Fall auch helfen. Na, ich versuche natürlich immer darauf zu achten. Und wer schnipst da eigentlich immer? Devil Stream. Schnipsen? Das Schnipsen, es kann sein, dass gerade von The Rife sein Mikro wahrscheinlich war oder so. Denke ich mal, oder? Hoffe ich mal. Ansonsten. Oh, Maker ist da! Hallo, lieber Maker! Maker, 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 Maker. Maker, Maker, So, Maker, da Maker, bin ich schon Maker, Maker, wieder. Maker. Ne? Und, ja. Der liebe Programmierer von diesem Game für euch, ne? Also, der hat das Ganze hier verzapft sozusagen, ne? Also, jetzt für euch programmiert. Und er heißt euch natürlich auch herzlich willkommen, ne? Und ja, wir hoffen, dass wir euch natürlich jedes Wochenende, jeden Samstag um 19 Uhr immer ordentlich Spaß hier bereiten können bei uns auf dem Server. Aber ich denke mal, Spaß macht es den meisten Leuten, weil es sind ja eigentlich immer so 60, 70 Leute mit dabei. Ich guck mal gerade insgesamt. Auf dem Server sind gerade 108 Leute, wow. Und ja, natürlich könnt ihr bei uns, wenn ihr zocken wollt oder so, nicht nur beim Event machen, ne, sondern ihr könnt auch noch andere Spielmodis halt zocken, unter anderem lieber Rife. Ach nee, du bist ja gar nicht da, ne? Doch, ich bin nicht, Ah, okay. da. Na, was kann man denn noch Schönes bei uns zocken? Also man kann das so begehrt von mir auf Sky-PvP spielen, dann kommen noch Kreativ, PvP, Ex-PvP und noch viele weitere Sachen, die ich jetzt nicht weiß. Hm, genau, und Und Prison ja. zum Beispiel, ne? Ja. Ja, Prison auch sehr, sehr beliebt, muss ich sagen. Na, am Anfang war es so ein kleiner Hype, jetzt hat sich so ein bisschen abgeflautet. Aber wir Ja. sind natürlich immer dabei, da weiter zu. Wir sind ja noch in der Beta sozusagen dort. Und wir machen da natürlich. Jetzt habe ich gerade den Chat. Genau, du verfolgst ja auch ein bisschen den Chat. Wir machen natürlich dort immer. Jetzt habe ich den Faden verloren, es tut mir leid. Ach genau, bei Prison. Ne, wir sind ja dort noch in der Beta und machen dort natürlich auch immer Updates und sowas halt. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, schon so weit, dass man sich eine eigene Zelle kaufen kann. Ich weiß es gar nicht, lieber Leo, wenn er da wäre, würde ich es gerne fragen, aber ich habe auch schon ewig nicht mehr gezockt. Aber ich werde, ja, demnächst auf jeden Fall auch wieder eine neue Staffel damit beginnen und da auch mal wieder ordentlich zocken. Unbeantworteter Anruf. So, und ich guck mal gerade. 60 Sekunden sind noch Zeit. Und so langsam hat sich das Feld hier auch gelichtet, ne? Und wir versuchen natürlich immer, jedem die gleiche Chance zu geben. Das war aber knapp eben gerade. Eieiei. Oh, Alter. Wer ist das? Moment, da muss ich nochmal kurz gucken. Wer war das? Da? Destroyer of Mob.
Alter, du hast echt Glück, ne? Also, so wie du gerade hier rumgeflogen bist, ne? What the fuck? Alter! Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast es auch geschafft. nein, wir machen hier in dieser Challenge, weil wir heute noch gar keine Verlängerung gemacht haben, machen wir nochmal 2 Minuten drauf. Ne, damit wir heute hier vielleicht noch irgendwie alle durchkommen, die auch vielleicht ein paar Probleme mit Performance haben oder sowas halt. Ne? Nein! Machen wir auf jeden Fall nochmal eine Verlängerung. So, der Satz. Der Satz ist ein Satz. Was war das? Ist ein Satz. Aha. Alter, viele Satz in einem Board, ne? In einem Satz. Passt ja wieder gut. Ernst gemeinte Frage. Ist die erste Frage über die ernste Frage ernst gemeint? Alter, was ist denn los mit euch? Habt ihr irgendwie unnützes Wissen entdeckt, oder wie? Ne? Ja, von da aus 100 Sekunden sind noch Zeit, ne? Wie man sich Zellen kaufen kann, also ich kann es dir tatsächlich noch nicht sagen, lieber Zockerplace, ob es schon raus ist. Es wird aber so sein, dass du ein gewisses Prestige brauchst, um dir deine Zellen zu kaufen, also deine Zelle, ne, und die kannst du sogar auch dort einrichten, ne? Also mit einer Bank, mit einem Bett vielleicht, ne? Mit einer netten Kiste oder sowas halt, ne? Eine Tür vielleicht, ne? Oder ein Vorhang oder so, je nachdem, ne? Du bist Prestige 11, lieber Vapantula. Alter Falter. Wow. Ich bin Prestige 2. Ich bin Prestige 1. Ja. Ja. Und ja, für all die Leute, die sich fragen, was Prestige ist, also ihr müsst, das können wir euch ein anderes Mal erklären. Ne? Ansonsten ja. Schaut einfach mal bei uns auf dem Server vorbei. Einfach Ausrufezeichen Minecraft in den Twitch-Chat eingeben. Ne, dort könnt ihr halt... der Gamer Pro hat Kopfweh. Ich hatte gestern tatsächlich Kopfschmerzen, also irgendwie kann auch sein, dass es vielleicht am Wetter liegt. Vielleicht bist du ja auch so ein bisschen wetterfühlig wie ich. Ne, und ich habe tatsächlich gestern auch eine Aspirin genommen und das hat überhaupt nicht geholfen. Also es war irgendwie total schrecklich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich auch gute Besserung, ne? So. Nein, lieber, it's Alex. Ne? Genau, für all die Leute, die sich wundern, der liebe It's Alex LP, ne, der uns, bei uns ja auch auf YouTuber auf dem Server ist, hat gerade diesen Musikbot, den wir hier bei uns im Channel haben, hat er ihn gesponsert für uns alle, damit wir auch wieder, der Counter ist vorbei, 60 Leute sind noch am Start. Und ja, für all die Leute, die ausgeschieden sind, das tut natürlich leid, ne? Und ja. so. Und bitte beim Musikbot keine Texte oder sowas irgendwie was abspielen lassen. Na, das wäre ganz lieb von dir. Denn ansonsten muss ich den austauschen. Sei ja so brav. Ich muss mich mal ganz kurz muten, weil draußen wird gerade gesaugt. Jojojo. Ach so, Alex. Gut, dann nenne ich dich halt Alex. Nicht, aber war einfach nur, damit sich niemand irgendwie falsch angesprochen fühlt oder sowas halt, ne? Ja, wie gesagt. Wir haben die dritte Prüfung jetzt hinter euch uns gebracht, ne? Und ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe, braucht ihr eine kurze Pause? Irgendjemand? Irgendwie eine kurze Pipi-Pause oder sowas? Nee. Ja, lese ich schon. Lukas, na, du warst doch schon. Hast aber eine schwache Blase, sag mal. Nein. Freibier. Im Teamspeak-Chat kann ich es leider gerade nicht sehen. Wenn ihr da was habt, schreibt es ruhig in den Minecraft-Chat. Da sehe ich es auf jeden Fall eigentlich immer. Ne? Und ärgert die liebe Regie nicht, ne? Seid also brav, lieber Karacho. Hab ich nur gerade mal gelesen. So, wer kann mir das mit den Zellen beantworten? Lieber Zockerplace, das kann dir der liebe Leo beantworten, der Programmierer davon. Ne, der ist leider aber heute, glaube ich, noch nicht da. Ich weiß noch nicht, ob er heute noch kommt. Aber er wird auf jeden Fall die nächsten Tage bestimmt wieder, der will seine Themen im Stream werden vom Streams, werden von Woche zu Woche komischer. Wie meinst du das, Liquid Stash? Was? Und, ich hoffe, das ist positiv gemeint, ansonsten bin ich traurig. Nein, Quatsch. Gut, na, wir quatschen kurz ein bisschen, damit die Leute einmal kurz haben, eine Pipi-Pause zu machen oder sowas, damit vielleicht Leute irgendwie aufs Klo müssen oder so. Und ich kann ja schon mal die nächste Challenge erklären. Na, keine Sorge, es geht ja gleich weiter. Und zwar, in der nächsten Challenge habt ihr halt 8 Minuten Zeit, ihr geht durch dieses Gate durch, werdet hierhin teleportiert, müsst diese tolle Leiter hier hochklettern und kommt zu unserem Jump'n'Run. Yeah! Genau, und beim Jump'n'Run steht hier Tipp runter. Oh, okay. Muss ich hier runter? Ich spring runter. Yeah. Okay. Und was kriege ich jetzt als Tipp? Noch irgendwie was anderes? Nice. Na, wie gesagt, hier ist es halt die Sache, ihr müsst hier einen Jump'n'Run halt schaffen, in einem durch. Also es gibt hier keine Checkpoints, ähnliche Sachen.
Dafür ist das Jump'n'Run tatsächlich auch nicht schwer, also es ist leicht bis mittelschwer, sagen wir mal so. Und dann müsst ihr hier in die nächste Lobby bei unserem unauffälligen roten Pfeil einfach hinkommen. Ja, und wie gesagt, ich wünsche euch Glück, viel Glück. Ich wünsche euch Glück, kann man das auch sagen? Ich bin mir nicht sicher. Und, genau, lieber, Abdul Bandi, genau, keine Links, die Links werden so oder so durch die Bots gelöscht, ne, und wenn du das öfter machen solltest, wirst du auch durch den Bot getimeoutet. Aber ansonsten auch herzlich willkommen. So, da bin ich wieder. Was ist das für eins? Auf den braucht er gar nicht reagieren, auf den Link, Atomunde. Aber gut, dass ihr das geschrieben habt, sehr gut. So, Handy Twitch gleich doof. Was? Hört man mich jetzt wieder? Ja, man hört dich wieder. Okay. Hat der Staubsauger aufgehört? Ja. Wir hatten Besuch, ein bisschen krümmig war drauf. Gut. Ja. Von da aus würde ich sagen, na liebe Leute, ein Hashtag ja, wenn ihr wieder bereit seid. Ja, 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 sie. Oh Gott, das von StarCraft, da kann ich jetzt nicht lesen, weil dann müsste ich mir die Zunge brechen, genauso wie von Ich bin Unua. Okay, okay, okay. Oh, Hashtag The Ref stinkt. Was? Das sollst du doch nicht sagen. Nein, Quatsch. So, böser Sagewurm? Was? Hashtag böser Sagewurm? Ach, böser Saugewurm. Ich hab Sagewurm gelesen, oh Gott. Gut, von da aus würde ich sagen, bist du denn auch bereit, lieber Rife? Ja, ich bin bereit, aber ich werd's eh nicht schaffen. Liebe Regie, seid ihr dann auch bereit? Hashtag ich mach nichts mehr, was? Du machst das doch gut, mein Herd, keine Sorge. Er streikt. Ohne die Regie wäre ich natürlich auch aufgeschmissen. Ne? Dann natürlich sage ich ja jede Woche immer herzlichen Dank, dass ihr euch hier so quält. Ne? Und beziehungsweise so hart arbeitet, ne? Damit ihr es den Leuten ja möglich macht, Spaß zu haben. Gut, ich lese, die Leute sind bereit und die Regie wird auch bereit sein. Von da aus nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Ne? Und von da aus würde ich sagen, lasst auch dieses Spiel beginnen. Der liebe Gamestriker macht uns hier gerade vor, wie man das Jump'n'Run macht. Und ansonsten, wie gesagt, wir schauen mal, wie die Leute jetzt hier durchkommen. Ne? So, ich glaube, ich hole gleich einen vierten Musikbot. ne? Mach wie du das denkst, ne? So, ich bin mal gespannt. Und wir schauen mal, da unten kommt schon die Masse hochgeklettert, ihr seht's, ne? Und bei dieser Prüfung wird es auch meistens so sein, dass wir eine Verlängerung machen werden. Wahrscheinlich. Müssen wir mal sehen. Natürlich kommt das darauf an, wie gut wir sind. Ne? Nein, du brauchst auch keinen Musikbot holen, das ist ja Quatsch. Wir haben ja zwei eigene. Nicht Eis. Nicht Eis. Wir haben ja zwei eigene bei uns. Ja, leider ist es natürlich, ne, Winter draußen, ne? Hier natürlich ein bisschen schöner als wie bei uns, eigentlich in Deutschland oder so, oder in Österreich oder Schweiz. Na, wir haben ja auch viele, viele Spieler aus der Schweiz und aus Österreich, also von da aus. Ja. Oder Teammitglieder natürlich auch, haben wir auch natürlich einige. So. Ja, jetzt hätte ich beinahe wieder jetzt Alex gesagt, lieber Alex, du bist spendabel. Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt auch tatsächlich sehr viele andere, die spendabel sind. Und zum Glück ist der liebe Night Shadow heute nicht da. Das ist nicht böse gemeint. Aber der macht mich immer fertig mit seinen Spenden und ja. Das ist immer, ja. Hallo. Ich hab's geschafft. So. Wir schauen natürlich zu, wie die Leute hier das Jump'n'Run machen. Genau, liebe Leute, wenn ihr runtergefallen seid, gibt's hier so zwei Gates. Da könnt ihr durchgehen, dann wird durch den Weg ein bisschen verkühlt. Dann könnt ihr wieder hochklettern. Ne? Und ja. So, kann ich jetzt meinen Kopf haben? Ja, Moment, ich gebe ihn dir mal. Der Skull, wie heißt denn der liebe? Der Refratti, da haben wir ihn. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich stehe schon in der Lobby. Du bist schon durch. Ja. Alter Jump'n'Run Profi, spielst viel Sky PvP wahrscheinlich, wa? Ja. Und deswegen, warte hier, komm her. So, schnell, hinter dir. Hinter dir? Genau da. So. Ich hätte sie auch ins Inventar legen können, aber. Ja. So. Von da aus sind noch 360 Sekunden, ne? Und ich schaue mal gerade, wie viele waren da gerade durch? Waren da schon einige durch? Oder noch. Nicht ganz so viele. Ja, doch ein paar sind schon am Start. Oh, da kommen schon die nächsten. Wir werden hier mal kurz am Ende warten. Und mal gucken, wer hier alles kommt. Ich bin Unus hier schon am Start. Dann ein kleiner Dino. Ein kleiner Dino, aha. Gibt's auch. Ja, es gab auch große Dinos. So, wer kommt da hinten? Sveni kommt da angehüpft, denn Destroyer of Map, der Faboy. Ich werde euch natürlich aus dem Weg gehen, damit ich euch nicht im Weg rumstehe, ne? Noch niemand irgendwie optisch behindert, sozusagen, ne? So, Dark Energy kommt jetzt auch. Er hat es auch geschafft, sehr, sehr schön.
Na, der eine oder andere trudelt jetzt natürlich langsam nach und nach ein, ne?